Merci vielmals und herzlich willkommen zu unserem 25 Years Jubilee Concert. Unserem Programm zum 25-jährigen Jubiläum von der Big Band Kirchenfeld. Wir haben uns für das Programm etwas Besonderes ausgedacht für den ersten Teil, nämlich wir spielen nur ein Stück von einem einzigen Komponist. Der heisst Matt Harris. Ich nehme nicht an, dass ihr ihn kennt oder auch die wenigsten von euch. Aber uns ist aufgefallen in den letzten Jahren, wir sind immer wieder auf den Matt Harris gestoßen und haben gefunden, er macht einfach gute Musik und auch sehr vielseitige Musik. Kommt noch dazu, dass er auch immer lustige Titel hat, wie zum Beispiel das erste Stück, das ihr jetzt gehört habt, heisst Mattitudes, oder? Von Matt Harris. Mattitude. Und das nächste Stück, das heisst Jungle Jim. Ich dachte, ja, Jungle, ja, das passt noch. Bis ich dann mal nachschauen, was das ist. Wisst ihr, was Jungle Jim ist? Das ist ein Kletterturm auf einem Spielplatz. Ein bisschen enttäuschend, aber wir haben es jetzt doch auf Jungle eingestudiert, nämlich so, dass im Dschungel ja meistens relativ still ist. Aber plötzlich kommt irgendetwas vor, was man nicht erwartet. Viel Vergnügen. Thank you.
Ja, das dritte Stück von Matt Harris hat auch mit seinem Namen zu tun, sogar im doppelten Sinn. Es heisst Matt Mattox. Und das Toxische hat man ein bisschen gehört. Die Nadelstiche, wie vor einer Giftspritze, wo man da aus der Trompete vor allem gehört hat. Ja, die Band ist, hat ihr erstes Konzert 1992 gehabt. Das ist, wie der Ben richtig gesagt hat, vor 25 Jahren. Und jemand hätte das müssen gründen, die Band. Und der Gründer spielt immer noch mit, hilft immer noch im Hintergrund mit. Das ist der Felix Hochuli mit der Brille dort oben. Die Applaus, Felix. Ich habe dann seinerzeit so einen Ordner bekommen mit all diesen aufgelisteten Dateien, die ich mittlerweile nicht mehr lesen kann. Eine einzige konnte ich so knapp umwandeln in heutig lesbare Format. Und das ist so eine Mitgliederliste von 1992. Und dann waren die Telefonnummern noch sechsstellig. Ja, es ist einiges gegangen in dieser Zeit. Wir haben auch immer wieder Lager durchgeführt, zwei pro Jahr. Und auf diesen Einladungen hat schon der Felix untergeschrieben, was sie mitnehmen müssen. Kein Schlafsack, abtrocknete Tücher. Und auf der ersten Einladung haben wir noch herausgefunden, hat es geheissen, Walkman mit Lernkassette mitnehmen. Ich habe das nachher in den Nullerjahren geändert auf Discman. Und etwa so in der 09 umeinander haben die Schüler gesagt, was ist das eigentlich? Dann habe ich einen iPod hergeschrieben und heute steht Abspielgerät. Mit Lernfiles vom hauseigenen Server. So ist der Lauf der Dinge. Wir fahren jetzt wieder weiter mit einem langsameren Stück. Das einzige Neue heute Abend, das wir gekauft haben, ist auch von Matt Harris Prayer Meeting. Viel Vergnügen.
Matt Harris haben wir in diesen 25 Jahren 18 Mal gespielt bis heute. Und heute Abend kommen noch 7 Stück von ihm dazu. Gibt 25. 25 Jahre, so schließt sich ein gewisser Kreis. Dann haben wir in diesen 25 Jahren Partituren gekauft oder schreiben. Und das hat sich jetzt angesammelt. Es sind mittlerweile 280 in unserem Archiv hier. Ich habe das schnell gemessen, wie breit das ist. Das ist 3,84 Meter. Und wir haben das schnell versucht nachzustellen. Nämlich, wenn ich den Ben auf die Schulter nehmen würde und dann der Felix noch oben drauf, dann ist das etwa die Höhe, wenn man die Partituren so... Ach, wir lassen jetzt sein. Weil wir fahren jetzt weiter. Mit Cappuccino Freeway. Das ist, schnell spicken, ein Samba. Thank you.
Herzlichen Dank. Ist es euch schon etwas langweilig geworden? Oder noch nicht? Dann ist das sicher auch wegen der stilistischen Vielfalt von dem Matt Harris. Wir haben nämlich schon einen Funk-Shuffle, einen Latin-Rock, einen Hip-Hop, eine Gospel-Ballade, einen Samba und jetzt auch noch einen Reggae gehört. Der Reggae heisst Sha Sha Queen. Und das hat mich natürlich auch motiviert, darüber zu recherchieren. Mir ist Sasha Gabor in Sinn gekommen, die grosse Hollywood-Diva, die gerade letztes Jahr mit fast 100 gestorben ist. Aber schlussendlich habe ich dann herausgefunden, dass er selber hat gesagt, I wrote it for my daughter Emily, who calls French fries Shashas. Schon wieder ein bisschen enttäuschend. Ja, Tampi. Wir haben übrigens gefunden, der Matt Harris hat das Potenzial von seinen Namen noch gar nicht ausgeschöpft. Er hat zum Beispiel auch den Stil vom Heavy Metal hat er ja noch weitermachen können. Oder für uns auch mal ein Lied von Money Matter oder von Paul Hofer mit der Schmetterband. Arrangieren. Von Prince, Sexy Matter. Nein, ich schweife ab. Also, jedenfalls kommen wir jetzt zum letzten Stück von dem Matt Harris. Und das ist gleichzeitig auch das allererste, das die Band hat gespielt. Dann war es The First Basket, jetzt ist The Last Basket. Nachdem gibt es eine Pause und die Bar ist eröffnet.
singen nicht. Am Klavier, der Sascha. Am Schlagzeug, der Pascal. Am Bass, der Luis. An der Gitarre, der Aaron. Unsere Posaune. Der Pascal, die Laura, der Krigo, der Rico und der Nils. Trompete. Der Eli, der Flo, der André, der Felix und der Mirko. Saxophon haben wir den Till, die Mathilde, der Sammy, der Jonathan, Kaya, Roxanne und der Wins. Das erste Stück im zweiten Set ist von einer Komponistin. Sehr selten, aber wir gefunden, das muss da reinkommen. Unser Jubiläumsprogramm. Es ist von der Maria Schneider und heisst Prairie Dance. Und wir fahren jetzt in unserer stilistischen Breite weiter mit eigentlich einem Wagnis. Wir spielen so schnell, wie wir nur können. Wir spielen Bebop. Bebop ist das, wo man das Gefühl hat, sie sind am Solieren, aber es ist eher das langsame Thema. Und zwar vom Tad Dameron Hot House.
Wir sind schon mitten in unserem Best-of-the-Archiv-Programm. Das ist das zweite Set, wo wir viele Sachen ausgraben, die wir zum Teil schon ewig lang nicht mehr gespielt haben, zum Teil auch in den letzten Jahren. Übrigens, ja, wir haben uns auch noch ein bisschen in Schale geworfen, weil 25 Jahre ist ja auch eine silbrige Hochzeit. Darum haben wir gedacht, wir passen uns da ein bisschen an. Und es gehen so Gerüchte um, also ich weiß nicht, ob das stimmt. Es kann fast nicht sein, aber man sagt, Rudi hat in dem geheiratet. Manuela, stimmt das? Manuela, stimmt's? Ja! Ja! Yes! Mein herzliches Beileid. Okay. Also, wenn euch das Stück von vorhin bekannt ist vorkommt, dann seid ihr vielleicht auch schon ein bisschen bei den älteren Semestern und habt in eurer Jugend Beatles gelost. Here, there and everywhere ist das gewesen, in einem Jazz-Arrangement aus dem Programm Bock auf Rock. Das nächste Stück ist Filmmusik. Es ist ursprünglich komponiert worden für einen Pixar-Animationsfilm «The Incredibles», hat aber jetzt eine neue Bedeutung bekommen, nämlich «The Incredibles» haben sie zu ihrer eigenen Hymne gemacht. Sie sind «The Incredibles». Einen grossen Applaus für Big Band vom Kirchenfeld. Und das Stück ist incredible. Viel Vergnügen. Film ab. Thank you.
Zuerst müssen wir das Mikrofon richten, bevor wir weiterfahren können. Das Stück könnt ihr wahrscheinlich gar nicht kennen. Das war nämlich eine Welturaufführung. Und zwar eine Maturarbeit. Hier. Das hat ein Schüler geschrieben. Gypsy Memento. Geschrieben von Florian Pfister. Wir haben gedacht, wir sagen es nicht zum Voraus. Weil sonst hören die Leute immer so, das ist eben Maturarbeit. Und wir denken, kommt gut. Wir haben schon, das ist jetzt die 11. Maturarbeit, die wir in den letzten 25 Jahren hatten. Und auch das gehört zu dieser Vielfalt, die wir in dieser Big Band pflegen. Wir gehen weiter mit «When Chili Peppers Collide». Viel Vergnügen!
Guten Abend. Wir sind Primaner von diesem Jahr. Und wie das so üblich ist, gibt es Geschenke für die Dirigenten, um ihnen Merci zu sagen für die Zeit, die wir mit ihnen wollen, oder ja, wollen und haben dürfen. verbringen. Und wir haben uns an letztes Jahr orientiert. Und zwar haben wir das schöne Bild vor Augen gehabt, wie ihr in Gysistein im Sommerlager draußen auf dem Bänkchen sitzt. Und der Whisky getrunken hat, den er bekommen hat. Und wir haben gefunden, genau, weil er sehr fein war, machen wir das dieses Jahr auch wieder. Und darum wäre das unser erstes Geschenk für euch. Wow. Dann haben wir auch noch eine Karte. Wir hoffen, wir haben den Humor getroffen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber wir haben tatsächlich geübt und das haben wir in zwei Lager gemacht. Und eine schöne Erinnerung, die wir dann haben, ist, es war eine sternenklare Nacht gewesen. Wir waren draußen gewesen. Und irgendwann sind der Ben und der Rudi rausgekommen und haben langsam uns reintreiben. Und wir konnten sie dann irgendwie überzeugen, doch noch mit uns den Nachthimmel zu genießen. Und wir haben festgestellt, dass bei diesen beiden eine grosse Faszination vorherrscht für die Sterne und auch für das Erkennen von Sternbildern, wie das Galanda zum Beispiel. Und wir haben uns dann auch sehr interessiert gezeigt, oder? Weil wir es ein bisschen rauszögern konnten. Und wir wollen jetzt eure Faszination und das auch noch weitergeben für die nächste Generation von Big Band. Wegen dem haben wir uns überlegt, euch eine Sternkarte zu schenken. Also, wir Primaner haben ja gedacht, wir geben nicht nur den Dirigenten etwas, sondern wir vererben unser heiliges Big Band Cenga. Dank diesem Cenga haben wir es geschafft, die ganze Big Band am Abend im Lager an den Tisch zu bringen. Und das ist nicht ganz ein normales Cenga, sondern da stehen auf den Steinen Sachen drauf, die ganz sicher nichts mit Alkoholkonsum zu tun haben.
Und ja, wir würden das jetzt gerne der nächsten Generation vermachen, damit sie weiterhin können nicht Trinkspiele mit Jenga spielen. Und somit danken wir euch ganz herzlich für die Zeit, die wir mit euch dürfen verbringen. Und jetzt lassen wir uns noch die letzten Stücke an. Thank you.
Herzlichen Dank. Damit sind wir auch schon, stehen wir schon vor dem letzten Stück von diesem Programm. Und wie gehen an dieser Stelle, möchten wir ein paar Leute danken, die zum Gelingen von diesem Abend beitragen haben. Zuerst mal, ihr habt uns gedankt, aber wir möchten euch auch ganz herzlich danken. Es hat gefällt mit euch. Und schade, werdet ihr immer älter und müsst dann immer wieder gehen. Aber so ist es halt. Merci euch. Dass ihr überhaupt etwas gesehen habt und dass ihr das so in wunderbaren Stimmungen habt gesehen, ist unser stimmiges Lichtteam besorgt gewesen. Der Michael Grüner, der Serafin Hammer, die Blerona Berisha, Leonie Moser. Merci euch vielmals. Und dass ihr alles so wunderbar habt gehört, dafür hat Roman Kempf gesorgt. Merci vielmals. Ja, ein paar sind schon aus dem Gimmer, wir sehen es. Klein, nur leicht. Der André und der Felix sind Zuzüger und der Rico und der Krigo. Merci vielmals, dass ihr mitgemacht habt. Super. Und dann danken wir auch für die Paar von aussen, der Ursula von Oettinger und ihrer Crew. Merci vielmals. Seit langer Zeit werden die Konzerte immer aufgenommen und seit vielen Jahren jetzt auch schon ist dafür besorgt der Lukas Buser und Anne-Käthe Bolliger-Buser, die filmen und das Ganze dann zusammenschneiden. Merci euch! Das wunderbare Plakat, das ihr hier überall seht, das hat der BG-Lehrer aus dem Haus selber gemalt. Herzlichen Dank an Sami Anderegg. Und auch anderen Kollegen danken wir herzlich an Sebastian Forster für den Vorverkauf und an Peter Honecker und Mark Hügli und seinen Helferinnen und Helfer für die Abendkasse. Danke vielmals. Ein grosser Dank für die Unterstützung auch den Hauswarten Evelyn und Roland Zürcher und auch dem ganzen Kollegium und der Schulleitung für eure grosse Unterstützung während dem ganzen Jahr. Merci. Und jetzt muss ich noch schnell etwas korrigieren. Sie haben vorhin gesagt, das Sternbild Galanda. Es ist eigentlich das Sternbild Corona. Und das ist ja oberhalb vom Galanda. Gut, soviel zu dem. Und zum letzten Stück kommen wir Saturday Night Blues. Viel Spaß! We'll be right back.
Zugabe heisst Sharp Dressed Man. Viel Spass!